Japan, die Heimat der Yakuza. Kilo nähert sich der japanischen Mafia über ihre Nachwuchsorganisation. Der Start in die kriminelle Karriere erfolgt hier oftmals auf zwei Rädern. Aus Motorradgangs wie den Bosozuku wurde traditionell der Nachwuchs rekrutiert. Im regel- und ordnungsliebenden Japan sind die Bikergruppen angsteinflößende Sammelbecken für Rebellen und Outsider. Dabei stellen nicht nur die Männer der Motorradgangs eine Provokation dar, besonders auffällig sind die weiblichen Mitglieder. Sie haben mit dem Klischee der scheuen japanischen Frau, die ihr Lächeln hinter der Hand versteckt, wenig gemein. Aber sind die Bosozuku noch immer die rollenden Schlägertrupps der Yakuza? Ich will wissen, ob die Biker und gerade auch die jungen Frauen neben Verkehrsgesetzen auch Knochen brechen. Das hier ist der Daikoku-Parkplatz, ein extrem beliebter Ort für Tuner und Raser zwischen Tokio und Yokohama. Ich treffe mich hier allerdings mit drei Bosozuku-Mädchen und die sollen mir mal erzählen, wie es sich anfühlt, in einer Motorradgang zu sein. Die Bosozuku gibt es bereits seit den 50er Jahren. Sie rasen und tunen ihre Motorräder, aber fahren auch Gewalt und Kriminalität mit? Die Zugehörigkeit zur Bande brandmarkt die drei Mädchen als Outlaws. Innerhalb der Gang finden die Frauen, die als Hostessen und Prostituierte arbeiten, Anerkennung. Warum haben die Menschen solche Angst vor den Bosozuku? Nun ja, weil wir in einer Gruppe zusammentreffen, gemeinsam herumfahren und Lärm machen. Und es ist auch immer noch so, dass wenn man an Menschen vorbeirast, schauen sie einen mit bleichen Gesichtern an. Illegal sind unangemeldete und draufgängerische Massenausfahrten der Biker in Japan auf jeden Fall. Lautes Röhren und wilde Spurwechsel gehören zu jedem Auftritt der Bosozuku dazu. Früher waren die Bosozuku in viele Kämpfe verwickelt und hatten mit der Yakuza zu tun. Ist das heute immer noch so? Nein, ich denke nicht, dass das heute noch so ist. Naja, aber auch heute noch bezahlt man der Yakuza Schutzgeld, damit sie uns fahren lassen. Diese Beziehung gibt es also immer noch. Kämpfen die Bosozuku eigentlich immer noch ab und zu? Ja, es gibt noch Revierkämpfe. Kämpfst du auch? Ja, ich prügle auch. Really? Ja, mit Frauen, aber auch mit Männern. Mit den Girls begibt sich Thilo auf eine sehr nasse Spritztour. Auch wenn das Schlangenlinienfahren nicht kriminell ist, ist das eine große Scheiße. Die Polizei nimmt die Bedrohung durch die Biker ernst. Seit 2013 werden sie als Pseudo-Yakuza klassifiziert und die Gang gilt noch immer als Einstieg ins klein- und großkriminelle Milieu. Die kriminelle Vereinigung kontrolliert das Nachtleben. Ihr Aufgabengebiet reicht von Schutzgelderpressung bis Waffenhandel. Die Yakuza sind eine Wirtschaftsmacht und Geheimhaltung eines ihrer obersten Gebote. Der Zugang zu den Gangstern im Masanzug und ihren Clans ist der Presse meist verwehrt. Einer, der sich mit den japanischen Mafiosi gut auskennt und ihr Vertrauen gewonnen hat, ist der seit 10 Jahren in Tokio lebende deutsche Journalist Sebastian. Ja, sehr, sehr kalt. Er will Thilo zeigen, wo die Yakuza anzutreffen sind und womit sie ihr Geld verdienen. Er nimmt ihn mit zu einem Treffen im Untergrund. Überraschenderweise mitten in der City. Ja,
So, was ist das jetzt für eine Veranstaltung? Also so ein typischer Underground-Event. Also die ganzen Underground-Events sind fast immer im Shinjuku Face. Was heißt Underground? Underground heißt, dass das praktisch keine Profis sind, sondern mehr oder weniger Gangster, die sich irgendwie aufs Maul hauen wollen. Und an welcher Stelle hat die Yakuza da ihre Finger im Spiel? Erstens rekrutieren die von diesen Typen, das ist schon mal eins. Und zweitens gibt es auch Wetten im Hintergrund. Ja. Allerdings, das wird wahrscheinlich schwierig zu sehen zu sein, weil Wetten ist hier schwer zu machen. Ist es. Okay. Und warum kennst du dich damit so gut aus? Erstens bin ich interessiert an Kampfsport und zweitens, weil ich kenne halt die Leute hier, zufälligerweise. Okay. Schnell wird klar, hier soll brutaler Straßenkampf in die Halle geholt werden. Denn nach Showboxen sehen die Schläge im Ring definitiv nicht aus. Auch Hiromi, ein Ex-Dealer, zählt zu den Teilnehmern am halblegalen Event. Wenn er hier kämpft und ins Publikum sieht, wie viele Leute erkennt er wieder aus, sagen wir mal, kriminellen Gruppen? Wahrscheinlich alle. Ich frage mich, ob die blutigen Kämpfe bei den Yakuza beliebt sind, um auszuwählen, wer besonders schlagkräftig ist. In Japan gelten strenge Waffengesetze, die den Yakuza das Handwerk legen sollen. Brutale Schläger könnten deshalb als potenzielle Mitglieder attraktiv sein. Ist der Underground Fight ein Vorstellungsgespräch für das Erledigen von Drecksarbeit? Tilo will herausfinden, wie die Gangster ihr Business betreiben. Mit der Hilfe von Sebastian und langer Vorarbeit konnte er ein Treffen mit einem Yakuza arrangieren. Tilo hat sich vorgenommen, dass es kein Wohlfühlgespräch werden soll. Der erste Konflikt kündigt sich jedoch völlig unvorbereitet an und hat weniger mit unangemessenen Fragen zu tun, als vielmehr mit einem unpassenden Outfit. Also, hast du ganz die Tür, hast du gar neu, ne? Es ist auf jeden Fall krass respektlos. Also sogar unser Assistent hat nachzuladen gesagt. Stress gibt es auf jeden Fall, das ist schon mal klar. Aber es fragt sich nur, wie viel Stress. Gib mir mal Stressbeispiele. Boah, weiß nicht, das ist halt ein Choleriker. Es gibt auch zwei Sorten. Die machen ja Geld mit Geschäften und so weiter. Aber er hat mir erzählt, er macht sein Geld mit Gewalt. Wenig verheißungsvolle Informationen, die ich meinem Wissen über die Yakuza hinzufügen kann. Die Yakuza verstehen sich selbst oftmals als Robin Hood Japans. Weniger als kriminelle Organisation, als vielmehr Verteidiger der Armen und Schwachen. Das Bild des edlen Ritters unterstreichen sie durch Gentleman-Outfit, gute Manieren und die Achtung der Ehre. Der Staat hingegen will die Yakuza am liebsten hinter Gittern sehen, denn das Betätigungsfeld der Gangster reicht von Schutzgelderpressung, Bestechung von Politikern bis zu Menschenhandel und Inkassogeschäften. Die größte Yakuza-Bande, die Yamaguchi-Gumi, setzt angeblich 80 Milliarden Dollar jährlich um. Image-Kampagnen im Internet oder eigene Magazine werben mit der Gemeinnützigkeit der Banden und sollen einer schwindenden Anhängerschaft entgegenwirken. Die Mitgliederzahl der streng hierarchisch aufgebauten Yakuza soll heute erstmals unter 50.000 gesunken sein. Grund dafür könnte sein, dass Streitigkeiten zwischen einzelnen Clans noch immer mit Mord gelöst werden oder Fehlverhalten mit dem Abhacken eines Fingers gesühnt werden muss. So, da sind wir. Hier ist irgendwo der Yakuza. Ja, wo genau, weiß ich noch nicht, aber der ruft mich gleich an. Okay, also, ja. Kann ich den alles fragen oder sollte ich mich bei irgendwas zurücknehmen? Weil ich will ihn jetzt schon. Ich will ihn jetzt nicht fragen. Also nehmen wir mal an, zum Beispiel, hast du jemanden mal erschossen? Ich kann dir sagen, dass er das anscheinend schon hat, aber ich frage den das nicht. Also ihn nicht fragen, ob er schon mal jemanden getötet hat. Genau. Ihn nicht fragen, ob er das Gefühl hat, er sei eine Lusche. Ja, das auf jeden Fall nicht, das bitte. Ich sag dir halt eins, die Yakuza, für die ist wichtig, dass sie halt cool ausschauen. Okay. Also auch cool rüberkommen, das ist ihnen sehr wichtig. Es wirkt schon fast wie im Film. Zuerst treffen wir die rechte Hand des Yakuza. Er ist ein Gehilfe, ein
Helfer. Allerdings, Sebastian kennt ihn auch nicht und weiß nicht, was er macht. Deswegen meinte er gerade, geh mal lieber ein Stück zurück. Kurz darauf trifft auch sein Boss ein. Ja. Jetzt gucken sie zu uns und dann machst du das da und guck mich mal schnell an. Ich habe Angst, dass so ein kleiner Wurfstern gleich auf mich geworfen wird. Ja? Okay, jetzt warte mal ganz kurz, durch die mal. Warum hast du keinen Anzug? Wie ich dir gesagt habe, warum schaust du so aus? Können wir einfach die Schuld Kasper geben, der die Mail nicht weitergeleitet hat? Ich hätte mich natürlich entsprechend angezogen. Ich wusste es einfach nicht. Also, die da hinten halten die Kamera und das Mikrofon. Da ist mir das egal. Aber wenn du Leuten beim Erzählen zuhörst, solltest du dich vernünftig mit Anzug kleiden. Junge, so ein Typ wie du sollte nach Hause sich umziehen. Da muss man sich richtig entschuldigen. Er soll Entschuldigung sagen. Entschuldige dich, dann passt's. Okay. Es tut mir sehr leid, dass ich diesen falschen Aufzug anhabe. Ich hätte gerne einen Anzug angezogen, weil ich weiß, das ist die richtige Form des Respekts. Ja, ja, nicht auf Deutsch, Gumminasai. Was sind das für Typen? Es gibt noch mehr Probleme. Wir sollen die Kamera ausmachen. Wie du weißt, geht es in Japan zurzeit drunter und drüber, was unsere Organisation angeht. Wir werden nicht sagen, zu welcher Organisation oder Gruppe wir gehören. Es gibt viel Stress zurzeit. Eigentlich sollte noch jemand kommen, aber der geriet in Schwierigkeiten. Die Bedingungen sind klar und der Yakuza führt uns zum Ort des Interviews. Ich frage mich, also während ich hier so laufe und so in mich hineinschweige, überlege ich die ganze Zeit, okay, was für freche Fragen stelle ich ihn? Irgendwie am Anfang noch so, ob er sich manchmal mit Lippenstift schminkt. Jetzt eher so, ob er auch Cola mag. Oh, schade. Vorsicht ist bei den dunklen Gestalten auf jeden Fall geboten. Gesichtsverlust oder ein Missachten von Hierarchien sind schlimmste Vergehen. Wer als Yakuza seinem Boss krumm kommt, hat nichts zu lachen. Wann besteht die Gefahr, dass der Gesprächspartner in seiner Ehre gekränkt ist? Thilo will es beim Interview im Hostessenclub herausfinden. Dass die Yakuza in Japan bekämpft wird von vielen Seiten. Eigentlich müssen sie ja doch schon ein verstecktes Leben führen. Und das ist nicht ein viel zu hoher Preis? Ja, es gibt etliche Dinge, die unangenehm geworden sind. Vor allem Geld zu erwirtschaften ist schwer geworden. Aber wie gesagt, ist Yakuza kein Beruf, sondern eine Lebensart. Wenn man aus der Yakuza austritt, weil es zu hart wird, war man als Mensch nie wirklich ein Yakuza. Also die Macht, die ein Yakuza nach außen zeigt. Heutzutage versteckt man sie. Zum Beispiel, wenn man mich ansieht, sehe ich aus wie ein Angestellter. Man sieht mir nicht an, dass ich ein Yakuza bin. Daher sehen wir schwächer aus, sind es aber nicht. Der deutsche Zuschauer fragt sich, warum der kleine Finger fehlt. Das ist eine alte Geschichte. Ich hatte mal einen Kumpel, der war Fahrer des Bosses. Er hat durchblicken lassen, dass er aufhören möchte. Er hat eine Frau gefunden, die ein Kind hatte. Er wollte austreten. Da ist er weggelaufen. Das war ein großer Verrat. Da schnitt ich mir den Finger ab und bot ihn meinem Boss an, damit er ihm verzeiht. Damit war die Sache erledigt. Wie viele Menschen haben Sie schon im Namen der Yakuza getötet? Es sind 6. Also was mich betrifft, die Leute, die wir getötet haben. Spricht der Yakuza hier im Plural, um sich selbst nicht zu belasten oder um seine Identifikation mit der Gangfamilie zu unterstreichen? So oder so bekomme ich das Gefühl, hier besser nicht weiter nachzuhaken. Wovor haben Sie Angst? Etwas, wovor wir Angst haben?
Wenn man gezwungen ist, seine eigenen Grenzen zu überschreiten. Darf ich wissen, was das für Grenzen sind? Wenn du so lästige Fragen stellst und ich sage, man sollte nicht darüber hinausgehen. Aber es kommt immer mehr von dir und ich werde dann gezwungen, dich kalt zu stellen. Davor habe ich Angst. Sollen wir aufhören an der Stelle? Frag noch mehr. Er erzählt mir, die Yakuza ist genauso mächtig wie je und je. Aber die ganze Welt erzählt mir, wenn ich mit Leuten rede, wenn ich die Nachricht lese, dass die Yakuza wahnsinnig schwach geworden ist. Zu meiner Erleichterung klärt Sebastian die Situation auf. Für einen kurzen, aber angstvollen Moment dachte ich tatsächlich, dass ich den Yakuza mit den Fragen zum Bedeutungsverlust der Wirtschaftskriminellen aus der Fassung gebracht habe. Und ganz sicher bin ich mir noch nicht, dass der Ausraster wirklich so spaßig gemeint war wie die anschließende Karaoke-Runde. Gefährlich. Er hat mich bedroht. Offensichtlich habe ich die falschen Fragen gestellt, die für mich allerdings die richtigen sind. Meine Begleitung Sebastian ist hart besoffen und hat weniger getrunken als ich. Um ganz ehrlich zu sein, glaube ich, die spannende Geschichte ist Sebastian, der in 5 Jahren der deutsche Yakuza hier sein wird, weil er irgendwie mehr Macht auf diesen Yakuza hat als ich mit meinen strengen Fragen, die ja letztendlich nur quittiert wurden mit dem Wort, du Trottel.